Hey Leute und herzlich willkommen im 10. Part. Ich habe mir gedacht, ja, wir haben nun die drei Lager angeschaut und ihr sollt einmal entscheiden, welchem Lager oder welcher Gilde wir uns anschließen. Natürlich gibt es da drei Optionen und zu diesen Optionen werde ich euch nun eine kleine Erläuterung bieten. Als allererste Option steht uns das alte Lager zur Verfügung. Dieses Lager haben wir ja als erstes kennengelernt. Ja, im alten Lager gibt es die Möglichkeit, sich den Schatten anzuschließen und später teilt sich diese Möglichkeit auf in zwei verschiedene Wege. Entweder wir schließen uns den Gardisten an und werden zu einem kämpferischen Typ oder wir schließen uns den Feuermagiern an und werden ein Lehrling der Magier und können dann natürlich auch Magie benutzen. Als zweite Option kommt das neue Lager in Frage. Ja, ihr wisst, dieses Lager haben wir als zweites kennengelernt. Im neuen Lager ist es ein bisschen anders. Wir werden fest erst Bandit, danach folgt die Klasse Söldner. Und am Ende haben wir die Möglichkeit, uns den Wassermagiern anzuschließen und natürlich dann auch die Magie zu erlernen. Als dritte Option haben wir zur Auswahl das Sumpflager oder auch Sektenlager. Dieses haben wir in dem Part 9 und Part 10 angesehen. Und ja, dort gibt es die Möglichkeit, sich den Novizen anzuschließen und daraufhin den Templern. Die Templer besitzen eine eingeschränkte Magie. Diese geht bis zum 4. Kreis. Die anderen beiden Lager können bis zum 6. Kreis gehen. Ja, um genau zu sein, ist es so, dass man im alten Lager nicht ganz so weit gehen kann. Das hat aber einen geschichtlichen Hintergrund. Und deshalb will ich das jetzt nicht spoilern. Genau, also ihr entscheidet, welchem Lager ich mich anschließen soll. Und dazu habe ich hier einen Link angezeigt und auch in der Beschreibung findet ihr diesen Link. Und wenn ihr darauf klickt, kommt ihr zu einer schönen Umfrage, an der ihr teilnehmen könnt. Da in der letzten Umfrage schon ein paar Spaßköpfe dabei waren, die irgendetwas, naja, nicht unbedingt Beleidigendes geschrieben haben, aber ich sag mal so, wenn da wirklich was Richtiges Beleidigendes kommt oder so, eure IP-Adresse wird mit aufgezeichnet, wenn ihr dort die Umfrage beantwortet. Das bedeutet, bei so Sachen, ich meine, es könnte jetzt übelste ausarten, dass jetzt irgendjemand was gegen Ausländer schreibt, also was Ausländerfeindliches, das nennt man dann Volksverhetzung. Und da wäre ich auch der Letzte, der sagen würde, ach nö, da gehe ich mal nicht zur Polizei und tu das zur Anzeige bringen, weil ich meine, die IP ist da und wegen Volksverhetzung kommt man auch ganz schön lang in den Knast. Ja, wollte ich nur mal so nebenbei anmerken, also wenn jetzt irgendjemand schreibt hier was mit Kacke oder so, das ist egal, das ist ein Späße, das lösche ich dann einfach, das sehe ich auch alles ein. Aber wenn es über den Tellerrand hinausgeht und richtig anmaßend wird, dann, ja, eure IP-Adresse ist mit aufgezeichnet und bei so einem schweren Fall darf die Polizei durchaus mal sagen, ach Mensch, wo kommt denn die IP überhaupt her? Gut, von daher wünsche ich euch jetzt viel Spaß beim 10. Part von Gothic 1. Und ja, das wär's dann auch schon mit dieser kleinen Vorinformation zur Umfrage. Yo, hey Leute und herzlich willkommen in der 11. Folge vom Gothic 1 Let's Play. Wir waren zuletzt mit Lester unterwegs und er wollte uns das Labor zeigen. Deshalb folgen wir ihm jetzt erst einmal ein kleines bisschen und schauen mal im Labor. Ist ja Korkalon und auch, ja, ihn sollen wir ja fragen wegen des Rezeptes. Mal sehen. Manche lernen eben. Ja, upsala. Das war arme Lester. Manche lernen eben gar nichts. Ich habe ihn in den Sumpf gekickt. Das ist nun wirklich nicht mein Problem. Das. Wenn du die Leiter raufsteigst, dann kommst du zu Kalom, dem Alchemisten. Hier unten steht Fortuno, der Krauthändler. Ich warte hier auf dich. Aber lass dir nicht zu viel Zeit.
Sonst gehe ich wieder zurück. Genau, mit Fortuno sollten wir ja reden. Tritt näher. Hier gibt es ein Willkommensgeschenk für jeden Neuen. Was hast du für mich? Hier, nimm 3 Rollen Sumpfkraut. Es ist schwarzer Weiser. Gutes Zeug. Du kannst jeden Tag mehr davon haben. Aber wenn du mehr als deine tägliche Ration willst, musst du zahlen. Falls du auf deinem Weg zwischen den Lagern Kräuter und Beeren findest, bring sie zu mir. Ich werde sie dir abkaufen. Na gut. Wissen wir jetzt auch Bescheid. Dann gehen wir mal zu Kalom nach oben und gucken mal, wie der Gute denn so drauf ist. Was willst du? Ich will in die Bruderschaft aufgenommen werden. Ich habe gehört, du bist der Meister der Novizen und entscheidest, wer aufgenommen wird. Ich habe keine Zeit. Meine Experimente sind zu wichtig, als dass ich mich um neue Novizen kümmern könnte. Ich verlasse mich auf das Urteil der Baals. Wenn sie sagen, dass du bereit bist, die Robe eines Novizen zu tragen, kehre zu mir zurück. Was willst du? Einer der Händler aus dem alten Lager will das Rezept für einen Heiltrank von dir haben. Meine Rezepte sind unverkäuflich. Was machst du für Experimente? Meine Forschung befindet sich auf einer Ebene, von der du nichts verstehst, Bursche. Also verschwende nicht meine Zeit. Wir sehen uns. Möge der Schläfer dich erleuchten. Naja, reden wir mal mit dem Gehilfen hier. Wie komme ich an das Rezept von Kalom? Gar nicht. Er hält es in seiner Truhe verschlossen. Das rückt er niemals raus. Hi, ich bin neu hier. Ich bin Kane, Schüler von Khoa Kalom. Du hast sicher schon von ihm gehört, richtig? Ja. Dann weißt du ja, dass er hier der zweitwichtigste Mann nach Iberion ist. Das hat auch so die Funktion, egal ob man ja oder nein sagt, er hat jetzt trotzdem nochmal gesagt, wer denn Khoa Kalom ist. Und was tust du? Ich helfe meinem Meister bei der Aufbereitung der alchemistischen Substanzen. Im Wesentlichen Sumpfkraut und Mindcrawler-Sekret. Vor allem das Sekret braucht er dringend. Wo bekomme ich das Sekret der Mindcrawler? Crawler findest du in der alten Mine. Aber du musst wissen, wie du ihnen das Sekret abzapfst. Falls du wirklich vorhast, dich mit den Biestern anzulegen, sprich besser vorher mit einem der Templer, der Erfahrung hat. Zum Beispiel Guanadrak. Er ist jeden Tag zwischen unserem Lager und der alten Mine unterwegs. Morgens triffst du ihn unten, am Labor. Was kannst du mir noch über deinen Meister erzählen? Er ist nicht wie die anderen Gurus. Er gestattet jedem, ihn anzusprechen, aber niemandem seine kostbare Zeit zu verschwenden. Okay, na gut. Gucken wir mal, welche von den Truhen. Genau, und hier haben wir jetzt das Kaloms Rezept drin und das benötigen wir ja im Prinzip. So, perfekt. Dann gehen wir mal runter zu Lester und reden mal wieder mit ihm. Zeig mir den Weg. Ich mach das jetzt mal nach meinem Gewissen. Zum Tempel. Folge mir. Dass das relativ rund ist und auch das, wo dort, wo ich vielleicht noch was unternehmen will, dass ich dort mit als letztes hingehe. Also, das ist jetzt der Tempelplatz, da wird er gleich noch was dazu sagen. Hier ist der Tempel. Ich werde auf dich warten. Aber wenn du dir zu viel Zeit lässt, dann gehe ich zurück zu Banamib. Genau, also der Tempelplatz. Zeig mir den Weg. Zur Schmiede. Folge mir. Und hier sind im Prinzip die Novizen und hören, was Baal Tyon ihnen zu erzählen hat. Und das läuft aber alles über Gedanken- oder Telepathieübertragung. Bedeutet, man hört da nichts.
Das Einzige, was man hört, ist in einer Community-Mod, da hört man so ein Summen, also so ein Om die ganze Zeit. Recht nett gemacht. Fügt sich das ganze Bild noch mehr ins Geschehen ein. So, das hier war die Schmiede. Hier ist die Schmiede. Schau dich um. Ich warte etwa eine Stunde. Dann haue ich wieder ab. Hi, ich bin neu hier und will das Lager kennenlernen. Da bist du zum falschen Ort gekommen. Seit sich die Templer zum Kampf rüsten, sind wir Tag und Nacht beschäftigt. Ich habe nicht viel Zeit für neugierige Fragen, also stör mich nicht. Es sei denn, du willst was kaufen. Ich will mit dir handeln. Gut. Hier, das sind die Waffen, die ich zurzeit da habe. Ja, und dadurch, dass es das erste Kapitel ist, hat er auch noch nicht allzu viele Waffen da, muss man sagen. Ich verkaufe einfach mal großzügig. Zeig mir den Weg. Zu den Lehrern. Folge mir. Können aber erstmal noch kurz mit dem hier drüben reden, mit dem Guru. Der hat nämlich noch einen Auftrag für uns. Du siehst nicht aus wie einer, der sein Leben bereits unter die Knechtschaft der Erzbarone gestellt hat. Du siehst aus wie ein Suchender. Du siehst aus wie einer, der den wahren Glauben sucht. Spürst du nicht das Feuer in dir, das dir nachts den Schlaf raubt? Ich sehe, dass du an dem zweifelst, was dir die Knechte der Erzbarone als wahr und gerecht verkaufen wollen. Du weißt auch warum. Weil es Lügen sind. Es sind Lügen, mit denen sie den Geist derer beherrschen, die schwach sind. Dein Glaube ist stärker als ihre Lügen. Fühlst du nicht jeden Tag den Wunsch nach Freiheit? Fühlst du, wie er jeden Tag wächst? Er lenkt deinen Geist. Lass es geschehen. Weißt du, was du tust, wenn du ihn beherrschst? Du verleugnest deine Seele. Du verleugnest dich selbst. Hör auf, im Schatten deiner Ängste zu leben. Mach dich frei. Verstehe. Der Schläfer wird erwachen. Er wird dir die Freiheit bringen und das ganze ungläubige Pack wegschwemmen. Wie Unrat, der vom Regen weggespült wird, werden sie vom Antlitz dieser Welt verschwinden. Und sie werden klagen und jammern und bereuen. Aber dann ist es zu spät. Dann werden sie zahlen. Mit ihrem Blut und ihrem Leben. Man sieht mal schon, das ist so richtig radikal, sagen wir mal, gegenüber den anderen Lagern. Hey, du hast mich angesprochen. Heißt das, ich kann jetzt mit dir reden? Ich sehe, du hast dich mit unseren Regeln vertraut gemacht. Das ist gut. Ich spüre große geistige Kraft in dir. Du kannst schon bald ein Mitglied unserer Gemeinschaft sein. Ich habe dich angesprochen, weil ich dir Gelegenheit geben will, uns deine Loyalität zu beweisen. Wie kann ich dir meine Loyalität beweisen? Was wir am dringendsten brauchen, sind neue Seelen, die sich unserer Gemeinschaft anschließen. Wenn du dafür sorgst, dass ein weiterer Mann unserem Lager beitritt, hast du deinen Willen, unsere Gemeinschaft zu bereichern, unter Beweis gestellt. Wo kann ich neue Leute für die Bruderschaft anwerben? Das alte Lager ist ein guter Ort dafür. Denn viele, die dort leben, sind der Angst und der Lügen überdrüssig. Sie müssen nur ein wenig unterstützt werden. Im neuen Lager wirst du wahrscheinlich weniger Glück haben. Die Männer, die dort leben, sind Barbaren. Wieso braucht er so dringend neue Leute? Der Schläfer hat unserem Meister offenbart, dass er eine wichtige Nachricht für uns hat. Aber er ist noch nicht zu seiner vollen Stärke erwacht. Und so braucht er unsere Kraft, um mit uns in Kontakt treten zu können. Deswegen bereiten wir eine große Anrufung vor. Und je mehr Männer daran teilnehmen, umso eher werden wir Erfolg haben. Wenn du mehr darüber erfahren willst, geh zum großen Platz vor dem Tempelberg. Aber störe nicht den Meister bei der Meditation. Genau. Und ich denke mal, ihr wisst schon, wen wir im alten Lager haben, der dafür in Frage kommen würde. Und zwar ist es Dusty, logischerweise. Den werden wir dann einfach hierher bringen und uns die Erfahrungspunkte snacken. Folge mir.
Hier unten findest du Baal-Kadar. Er unterrichtet die Novizen. Die Leiter rauf, kommst du zum Übungsplatz der Templer. Ich warte hier auf dich. Wenn du trödelst, dann triffst du mich wieder bei Baal-Namib, am Eingang des Lagers. Genau, wir können ja mal gucken. Also hier unten ist Baal-Kadar. Das ist ein Guru, der die Novizen unterrichtet. Und hier oben ist der Kampfplatz der Templer. Seht ihr auch schon hier 4 Templer, die hier trainieren. Kannst du mich trainieren? Du willst ein starker Kämpfer werden und bist auf der Suche nach jemanden, der dich unterweist. Das ist gut. Aber ich bin nicht derjenige, den du suchst. Ich opfere meine Zeit nur denen, die dem heiligen Kreis der Templer angehören. Wie werde ich in den Kreis der Templer aufgenommen? Du musst deine Zeit lang als Novize gedient haben, um deinen Glauben an den Schläfer unter Beweis zu stellen. Dann kehre zu mir zurück und ich werde dich unterweisen. Quanga hat mit dir geredet. Was hat er gesagt? Er hat gesagt, ich soll wiederkommen, wenn ich Templer bin. Er scheint sehr viel von dir zu halten. Er redet so gut wie nie mit jemandem. Es ist eine große Ehre für dich, dass er dich überhaupt bemerkt hat. Mit mir hat er das letzte Mal vor 2 Monaten geredet. Das ist auch sowas Witziges. Naja. Zeig mir den Weg. So, und wenn man zurück zum Haupttor geht, dann läuft er halt normal zurück zum Haupttor. Das bedeutet, wir gehen jetzt auch mal zurück zum Haupttor. Ihr wisst ja, er hat mit uns ausgemacht, ja, wenn wir uns das nächste Mal sehen, dann tust du mit dem Typ da reden. Jetzt geben wir dem erstmal noch Sumpfkraut. Ich habe Sumpfkraut bei mir, du kannst es haben. Gut, du hast sicher schon bemerkt, dass so gut wie keiner der Gurus mit dir reden will. Du kannst das ändern, indem du sie beeindruckst. Ich kann dir verraten, wie du das anstellst. Wie kann ich die Gurus beeindrucken? Baal-Kadar unterrichtet die Novizen in der Magie des Schläfers. Wenn du seine Aufmerksamkeit willst, wende Magie an. Aber blas ihm keine Windfaust um die Ohren. Versetze einen seiner Zuhörer in Schlaf oder sowas. Baal-Namib vorne am Haupttor ist einer der harten Brocken. Ich denke, bei ihm kann dir Lester helfen. Sprich ihn drauf an, wenn sein Meister gerade nicht dabei ist. Die anderen Gurus sind eigentlich ganz in Ordnung. Versuch dich einfach nützlich zu machen. Danke für die Tipps. Hey, eine Hand wäscht die andere. Wie komme ich an die Magie des Schläfers? Baal-Kadar verkauft Runen und Spruchrollen. Aber das nützt er ja nicht viel, wenn er nicht mit dir redet, richtig? Vielleicht kann einer der anderen Gurus dir helfen. Genau, das ist nämlich auch der Schlüssel dazu. Aber wir wissen jetzt schon mal, okay, Baal-Kadar, irgendeinen Zauber anwenden, der nicht schädigend ist, sondern nur geistesverändernd, wie zum Beispiel Schlaf. Genau, und jetzt redet Lester uns auch an. Ah, gut, dich wiederzutreffen. Wie ist es dir ergangen? So richtig übertrieben, ne? Ich habe den alten Göttern abgeschworen. Ehrlich? Wie kommst du zu dieser Entscheidung? Ich hatte eine Vision. Der Schläfer hat zu mir gesprochen. Was hat er gesagt? Er sagte, geh in das Lager im Sumpf und schließ dich der Bruderschaft an. Du bist ein sehr reicher Mann, Fremder. Der Schläfer belohnt nicht viele auf diese Weise. Der Schläfer hat dich erwählt. Ist es dir wirklich ernst, mit deinem Wunsch uns beizutreten? Ja, ich will den Weg des Schläfers beschreiten. Geh zu Kor Kalom. Sag ihm, ich schicke ihm einen wahren Anhänger des Glaubens. Genau. Und damit haben wir den jetzt im Prinzip überzeugt. Und hier, diese Templer sorgen dafür, dass keine Sumpfhaie aus dem Sumpf, der ist nämlich da hinten in dieser Richtung, in die ich gerade laufe, ins Lager kommen. Hi, ich bin neu hier.
Der Schläfer sei mit dir, Fremder. Was kannst du mir über diesen Ort sagen? Nun, die Gurus sind die wichtigsten Leute hier. Sie verbreiten die Lehre des Schläfers und teilen den Novizen die Visionen unseres Meisters mit. Er selbst ist natürlich viel zu erschöpft, um immer zu allen zu reden. Aber an manchen Tagen spricht er auf dem Tempelplatz zu uns und offenbart uns die heiligen Worte des Schläfers. Und was sagt er so? Der Schläfer weist uns unseren Weg, aber davon versteht ein Ungläubiger wie du nichts. Genau, die zweite Antwort wäre dann, berichte mir von den heiligen Worten. Und das ist auch sowas, hier muss man halt gucken, okay, Gorim, was könnte denn das sein mit ihm? Und da muss man erstmal zum Beispiel eine Waffe ziehen. Komm. Und jetzt kann ich ihn anreden. So. Hi, wie sieht's aus? Ich bin total fertig, Mann. Ich arbeite jetzt schon seit 2 Tagen ohne Pause. Harlock sollte mich längst abgelöst haben. Es ist immer dasselbe mit dem Kerl. Er liegt bestimmt noch in seiner Hütte und pennt. Wieso gehst du da nicht zu ihm und trittst ihm ordentlich in den Hintern? Ich kann hier nicht weg, solange Balorun die Aufsicht hat. Die Arbeit muss getan werden. So oder so. Aber du könntest für mich zu ihm gehen. Er wohnt unter dem Alchemielabor von Cor Kalom. Direkt bei Fortuno. Sag ihm, er soll seinen Hintern hier rüberschwingen. Genau, und das ist auch so eine Mission. Wie gesagt, das ist, erkennt man nicht sofort, was man hier zu tun hat. Da muss man schon ein kleines bisschen gucken. Man muss einfach rumgehen und sagen, ach Mensch, der hier hat einen Namen, den kann ich doch mal anreden. Vielleicht hat er einen Auftrag für mich. So ungefähr muss man in dem Spiel vorgehen. Der hier vorne hat zum Beispiel auch einen Namen, aber der hat nichts zu uns zu sagen, so richtig. Was machst du hier? Ich passe auf, dass kein Sumpfhai zu nah ans Lager gerät. Wenn ich du wäre, würde ich einen weiten Bogen um die Viecher machen. Du hast keine Chance gegen sie. Jetzt stör mich nicht weiter. Ich muss die Augen aufhalten. Genau. Hat uns einen kleinen Tipp gegeben. Ja, und die Beleuchtung in jedem anderen Lager ist natürlich durch Fackeln und hier ist es durch Erzbrocken, welche dann anfangen, wenn es dunkel wird, zu leuchten. Sieht natürlich relativ nice aus, ne? Und die Barriere zeigt auch mal wieder, was sie kann. Sie geht einher mit Gewitter und natürlich richtig krasse Blitzkonstellationen. So, und hier irgendwo ist Harlock. Genau, hier. Gorim schickt mich. Was? Ich soll dich daran erinnern, dass du ihn ablösen sollst. Das ist aber nett von dir. Erinnere mich nochmal, wenn ich ausgeschlafen habe, ja? Schwing deinen Hintern zu den Krautstampfern. Oder es gibt Saures. Versuch doch mal, dich mit mir anzulegen, du Penner. Klarer Sieger, würde ich sagen. Nein, bleib doch mal hier. Oh, ist denn das möglich? Wo ist denn der Bastard jetzt? Was hast du? Ah. Klarer Sieger, würde ich sagen. Ich will mir mal... Du hattest deine Tagesration schon. Wenn du mehr willst... Komm morgen wieder. Oder kauf was. Genau, wir haben auch selber die Möglichkeit, die Wasserpfeife zu benutzen. Lass mich mal vorbei. Lass mich mal vorbei. Suchst du wieder Streit? Na, hast du langsam Lust bekommen, deinen Freund abzulösen? Du verdammter Mistkerl, wieso mischst du dich überhaupt in unsere Angelegenheiten? Ich will dich einfach stampfen sehen. Ist ja schon gut. Ich gehe ja. Mistkerl. Genau, und jetzt haben wir den im Prinzip dazu gebracht, mal seinem Kollegen gefälligst beim Stampfen abzulösen von Sumpfkraut. Ach ja, wir haben sogar noch... Ach ja, den Schlafzauber haben wir ja sogar noch. Mensch! Und jetzt...
Was tust du? Ich versuche hier gerade mit meinen Schülern zu meditieren. Wer hat dir beigebracht, die Magie des Schläfers zu wirken? Niemand. Es war ganz leicht. Du scheinst ein sehr gelehriger Schüler zu sein. Ich werde dich unterrichten. Ich will lernen, die Kraft meiner Magie zu steigern. Die Kraft deines Geistes ist der Schlüssel dazu. Also hier können wir wieder Mana erhöhen. Ich möchte Schriften über Magie erwerben. Oder wir können zum Beispiel hier auch, er verkauft auch das mit Blutfliegen. Hier haben wir jetzt die Möglichkeit, Schutzringe zu kaufen. Oder eben Magie von ihm. Jetzt gucken wir uns mal die Karte an vom Sumpflager. So sieht das nämlich aus. Das Einzige, was hier halt ist, es ist kein Pfeil drauf angezeigt, wo man gerade ist. Aber ihr seht diese ganz große Plattform und unterhalb von dieser Plattform sind wir gerade. Was die Wasserpfeife da macht, weiß ich nicht. Weiß ist sie dort nicht. So, und jetzt die nächste Mission wird uns auf jeden Fall in den Sumpf führen. Dadurch, dass wir den Gorim jetzt abgelöst haben. Erwache. Na, endlich abgelöst worden? Ja, jetzt kann ich endlich mal wieder richtig ausschlafen. Danke, Mann. Genau. Das hat jetzt dazu geführt, Entschuldigung, dass dieser Balorun mit uns spricht. Ich habe mit Gorin gesprochen. Du hast dich für einen unserer Brüder eingesetzt und deine Sache war gerecht. Darum habe ich dich für eine besondere Aufgabe erwählt. Korkalom braucht dringend neues Sumpfkraut für seine Experimente. Unsere Sammler im Sumpf arbeiten Tag und Nacht. Gehe zu ihnen und bring ihre gesamte Ernte zu Kalom ins Alchemielabor. Genau, und hier durften wir jetzt noch nichts sagen, weil er uns ja nur den Auftrag gegeben hat, aber noch nicht gestattet hat zu sprechen. Hier drüben sieht man dann wieder ein Exemplar, der etwas verrückt geworden ist von diesem Sumpfkraut. Wer bist du? Ich bin der Guru. Ich bin der Guru des Sumpfes. Meine Diener nennen mich Baal Netbek. Diener? Ich sehe keine Diener. Sie sind hier überall. Die Bäume. Sie wandern und springen und tanzen. Ach so. Na, ich gehe dann mal wieder. Warte, du kannst mir helfen, diesen Sumpf in eine gigantische Blumenwiese zu verwandeln? Fang am besten schon mal damit an. Ich komme dann später wieder. Ich glaube, der Kerl bringt mich nicht wirklich weiter. Genau. Und hier haben wir jetzt schon mal einen Teil der Sumpfkrautsammler. Kann man auch mal was mitnehmen. Val-Orun schickt mich. Ich soll hier alles Sumpfkraut abholen. Gut, dann muss ich nicht selber laufen. Hier, nimm. Vergiss nicht zu Viren auf der anderen Seite vom Sumpf zu gehen, wenn du nicht schon da warst. Sonst könnte deine Lieferung ein bisschen mickrig ausfallen und alle würden denken, du hättest die Hälfte verhökert. Wem sollte ich das Kraut denn schon verhökern? Oha, ich hab dich auf Ideen gebracht, ha? Wenn du einen Abnehmer weißt, wir könnten halbe-halbe machen. Nun, ich wüsste da jemanden im neuen Lager, den würde so eine Menge Kraut schon interessieren. Aber wenn dich die Gurus dabei erwischen, machen sie Sumpfhaifutter aus dir. Ich weiß von nichts, klar? Okay, wer ist der Abnehmer im neuen Lager? Ich verrate dir den Namen und du bist mit dem Kraut über alle Berge. So läuft das nicht. Ich will 50 Erz Vorschuss sehen. Dann sehen wir weiter. Eigentlich ist es ja nur wegen diesem Erfahrungspunkte. 50 sind fair. Hier, nimm. Gut, hör zu. Sein Name ist Cypher. Du findest ihn meistens in der Kneipe auf dem See. Sei vorsichtig und lass dich nicht übers Ohr hauen. Immer tüchtig weitersammeln. Na klar. Was denkst du denn, was ich hier mache? Mir die Eier schaukeln?
Das ist auch so eine geiler Dialog. Genau, jetzt müssen wir noch auf die andere Seite. Ich glaube, wir würden das sogar hinbekommen. Also von der Stärke her, so ein Sumpfhai. Gucken. Nö, kriegen wir nicht hin. Okay. Brauchen wir doch noch ein kleines bisschen mehr Stärke. Genau, da drüben ist wieder so ein Templer, der guckt halt auf den Sumpf. Und das ist im Prinzip auch der Sumpf. Hier gibt es Sumpfhaie. Die sind natürlich am gefährlichsten. Und deshalb gehen wir auch hier außen lang, um nicht gefressen zu werden. So. Blutfliegen können wir auf dem Weg schon mal töten. Kann ich sowieso schon mal vorspoilern, dass der Typ eh möchte, dass wir die Blutfliegen töten. Von daher machen wir das gleich mal. Das ist auch so ein bekannter Grafikbug, dass hier ein Stück von dem Sumpf verschwindet. Von den großen Heilkräutern können wir ja ruhig mal was mitnehmen. Wir haben nämlich noch viel mehr Blätter hier, seht ihr ja. Vier orange und vier grün, und die haben drei orange und drei grüne. Also die vier orangen und die vier grünen ist natürlich das Beste, was man kriegen kann an Heilkräutern. Und die heben uns auch auf. Braucht man dann ganz spät auch mal noch. So, mit einem müssen wir jetzt reden, mit Viran. Was macht ihr hier? Wir sammeln das Sumpfkraut, das unsere Brüder dann zu Rauchwaren verarbeiten. Es ist ziemlich gefährlich, im Sumpf zu sammeln. Aber das Zeug wächst nun mal nur hier. Ist auch gut so. Warum? Weil dann die beiden anderen Lager nicht rankommen. Wir sind die einzigen in der Kolonie, die Sumpfkraut ernten können. In den beiden anderen Lagern können wir es tauschen. Und wir bestimmen den Preis. Bal-Orun schickt mich. Ich soll die gesamte Ernte zu Kalom bringen. So einfach stellst du dir das vor, was? Da kann ja jeder kommen. Bal-Orun schickt mich und schwupps, weg ist das ganze Kraut. Geh doch zu ihm und frag ihn, wenn du mir nicht glaubst. Ich habe eine bessere Idee. Du beweist mir deine Loyalität, indem du eine kleine Aufgabe für mich erledigst. Und was soll ich machen? Ist nur eine Kleinigkeit. Die Arbeit im Sumpf ist nicht ganz ungefährlich und die verdammten Blutfliegen tun ihr Übriges dazu. Ohne sie wäre das Arbeiten viel leichter. Wir verstehen uns. Ich sehe weit und breit keine Blutfliegen mehr. Weit und breit keins von den Biestern mehr zu sehen. Das war ganze Arbeit. Wer sich so abplagt, ist entweder auf unserer Seite oder ein kompletter Vollidiot. Und ein Idiot wäre zu dumm, um mich aufs Kreuz zu legen, richtig? Hier, nimm die Ernte und bring sie zu Kor Kalom. Falls er meckert, es sei zu wenig, sag ihm, er soll seinen Hintern hier selber hinbewegen. Dann kann er mal sehen, wie viel Arbeit das ist. Genau. So, dann machen wir uns noch ganz kurz auf den Weg zu Kor Kalom. Aber auch nicht allzu weit, weil in der Folge werden wir sowieso nicht mehr bei ihm ankommen. Ich sag mal so, schwimmen wir das kleine Stück hier noch rüber, oder laufen, besser gesagt, genau. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, tschüss, euer Hades.